Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. In diesem Video möchte ich euch jetzt noch einige Funktionen zeigen, mit denen man schnell an Leiterbahnen etwas Kosmetik betreiben kann. Wie ihr seht, habe ich jetzt mal hier schnell diese ganzen Leiterbahnen geroutet. So wie ihr das ja auch machen solltet. Und wir haben also jetzt hier die Verbindungen. Ich habe hier noch einige Netzlinien, die hier nicht dargestellt sind oder noch nicht verbunden sind. Das sind hier diese Ground-Anschlüsse. Das zeige ich dann beim Erstellen der Fläche. Und wir sehen, ich bin hier scheinbar ein bisschen abgerutscht mit meinem Routerwerkzeug. Und wir sehen, dass ich jetzt hier irgendwie die Leiterbahnen, naja, alles andere als sauber abgelegt habe. Wie kann ich das jetzt wieder beheben? Ich kann also mit meinem Cursor auf die Leiterbahn gehen, mache hier einen Rechtsklick und kann mich jetzt entscheiden, möchte ich jetzt hier in einem freien Winkel diese Leiterbahn ziehen oder möchte ich das in einem 45-Grad-Modus tun. Ich gehe jetzt mal hier auf das freie Ziehen. Wir sehen auch schon, da stand dieses so. Und auf diesen freien Modus und wir sehen, ich kann also jetzt hier völlig frei meine Leiterbahn bewegen. Und diese frei positionieren. Die Alternative dazu ist, ich gehe hier über das Kontextmenü oder eben hier die Taste Dora, wie D, hier drauf. Und jetzt wir sehen, jetzt habe ich hier wirklich einen 45-Grad-Winkel, der hier gezogen wird. Ja, ich lege das ab. Wenn ich klicke, wird das abgelegt. Ich gehe jetzt mal hier auf dieses Element, drücke die Taste D. Wir sehen, das springt schon gleich möglichst weit in diese Funktion hinein, dass er einen 45-Grad-Winkel hat. Wenn ich das jetzt hier sauber abgelegt oder positioniert habe, ist das dann eingestellt. Ich gehe jetzt hier auf das nächste Element, sage, okay, ich möchte das jetzt hier wieder in einem 45-Grad-Winkel haben. Das gleiche tue ich hier an dieser Stelle. Sage ich okay, 45 Grad Winkel, bis ich das hier schön sauber gerade gezogen habe. Hier ebenfalls Taste D drücken, hier vielleicht rausziehen, hier dann auch mal auf die Ecke gehen, beziehungsweise mal so reinspielen. Hier nochmal versuchen, die Taste D zu erwischen. Wenn es mehrere Leiterbahnen Elemente sind, sehen wir jetzt, hier muss ich jetzt auswählen, welches ich haben möchte und es wird auch im Hintergrund hier markiert. Ich nehme jetzt mal das obere, ziehe das also jetzt hier mal so ein bisschen wieder auf einen sauberen geraden 45 Grad Winkel. Dann möchte ich das hier nicht so frei im Raum verlegt haben, diese Datenleitung. Ich gehe also auf dieses Element, drücke die Taste D und schiebe das jetzt hier heran. Dann machen wir das hier an dieser Stelle auch mal. Hier ziehen also unsere Elemente hier etwas zusammen. Wir sehen, dadurch, dass ich jetzt durch das freie Ziehen hier viele Leiterbahnelemente habe, kommt KiCad jetzt hier in die Schwierigkeit, das zu sagen, er macht das, also die Verschiebung erläuft immer über das Leiterbahnelement bis zum nächsten Knick. Also wir sehen also jetzt hier über diese Ebene. Es kann also dann durchaus auch mal sinnvoll sein, einfach herzugehen, dieses Element mit Linksklick anzuwählen, einfach nochmal zu entfernen und dann hier mit X nochmal dieses Stück Leiterbahn einfach neu zu ziehen, dass ich unter Umständen bin ich damit schneller, als wenn ich jetzt hergehe und hier jedes Einzelelement dann anfange zu schieben. Das wollte ich euch zeigen, das können wir auch hier nochmal mit der differenziellen Leitungspaar machen. Hier muss ich allerdings aufpassen, wir sehen jetzt, hier wird wirklich nur die Einzelleiterbahn angefasst. Deshalb da ein bisschen aufpassen, das sollte man dann schon wirklich vorher möglichst sauber verlegen, differenzielle Leitungspaare. Das geht dann unter Umständen schief. Man kann es über einen interaktiven Router noch ein bisschen beeinflussen, zeige ich aber. Deswegen mache ich jetzt hier mal abbrechen, dass ich mir hier nicht meine differenzielle Leitungsführung versaue. Ja, das wäre dazu. Jetzt kann ich mir hier, wenn mich beim Leiterbahnrouten diverse Dinge stören, kann ich hier noch einen sehr schönen schnellen Trick anwenden. Ich gehe hier auf Objekte und sage einfach mal die Footprint-Texte, das ist also der Wert und die Referenz werden jetzt ausgeschaltet, indem ich einfach hier drauf klicke auf das Auge und ihr beachtet mal hier auf die Widerstände. Wenn ich hier drauf klicke,
werden also Werte und Referenzen alle drei ausgeschaltet und das hier für den gesamten Schaltplan. Und ich sehe jetzt hier wirklich nur noch den Footprint und habe hier nicht mehr das Problem, dass mich jetzt hier möglicherweise beim Routen hier dieses R3 und 620 Ohm stört. So kann ich das also schnell ausschalten. Damit kann ich auch ein bisschen rumspielen, welche Sachen ich angezeigt haben möchte oder eben nicht. Gut, beim Routen sollte man natürlich Leiterbahn, Vias und Pads und auch Flächen eingeschaltet haben. Das ist nötig. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man hier eine Kupferfläche erzeugt. Dazu gibt es jetzt hier die Möglichkeit, dieses Werkzeug auszuwählen oder eben Ctrl-Shift-Z zu drücken. Und ich habe jetzt dieses Werkzeug hier dran und ich muss jetzt eine Fläche zeichnen. Dazu fange ich mal hier oben in der linken oberen Ecke an. Und wenn ich klicke, werde ich jetzt gefragt, auf welchem Layer ich diese Fläche erzeugen möchte. In dem Fall möchte ich das jetzt hier oben auf Oberseite. Ich könnte natürlich auch auf die Unterseite wechseln oder beziehungsweise hier sogar beide Seiten anwählen. Geht mittlerweile also auch. Ich mache es mal klassisch wie im KiCad 5. Ich nehme also jetzt hier die Oberseite und ich kann jetzt hier auswählen, soll das mit keinem Netz verbunden werden oder soll es mit einem Netz verbunden werden? Und ich möchte das jetzt hier mal mit der Fläche Ground, also mit Ground belegen. Das heißt, ich nehme das jetzt hier an, sage OK und kann jetzt hier die Flächen zeichnen. Wir werden mal hier im Anschluss darauf achten, diese Ground-Flächen hier sind ja jetzt im Moment noch nicht angeschlossen. Man sieht das vielleicht ein bisschen schlecht, hier sind noch Netzlinien. Die habe ich also noch nicht geroutet. Die werden jetzt aber dann, wenn die Fläche erzeugt wird, mit angeschlossen. Ich gehe also hier auf meine Außenecken. Ihr seht, es wird hier so langsam ein Fenster aufgezogen. Mache das jetzt hier weiter auf meine vier Außenpositionsecken. Und ganz wichtig, hier oben dann im Abschluss wieder schließen. Na, wenn ich jetzt hier klicke, Rechtsklick oder Escape Werkzeug wenden, ist diese Kupferfläche erstellt worden. Ich kann sie mir jetzt einblenden lassen. Wir erhalten jetzt hier die Meldung, dass nicht alle Zonen gefüllt sind. Das können wir jetzt hier nachholen, indem wir die Taste B drücken. Jetzt sehen wir, wird das hier schnell erzeugt. Jetzt ist die Fläche also gefüllt und zwar so gefüllt, da wo er eben hinkommt. Wir sehen, hier ist es nicht möglich, da ja die Leiterbahnen auf der Oberseite im Weg sind. Ich kann mir jetzt diese Flächen hier entsprechend ein- oder ausschalten lassen. Also über dieses Werkzeug hier links ist es ausgeschaltet. Hier kann ich sie mir wieder einblenden lassen. Und wir sehen jetzt hier unten, dass diese Pads an die Ground Flächen angeschlossen oder die Groundflächen vom Bauelement hier an diese Groundfläche verbunden wurde und hier alles gefüllt wurde. Das Ganze kann ich jetzt auf der Unterseite wiederholen. Ich mache das mal hier, um es ein bisschen schöner darzustellen, indem ich hier mit der Bild nach unten Taste gleich auf die Unterseite wechsle. Ich wähle hier also wieder mein Werkzeug aus. Ich gehe hier auf meine Ecke. Werde jetzt wieder gefragt, wo ich das anschließen möchte. Ich könnte jetzt hier jedes x-beliebige Netz benutzen. Das macht aber in der Regel keinen Sinn. Eigentlich nimmt man nur Ground. Und was man vielleicht noch tun kann, ist, wenn man jetzt mehrere Innenlayer hat, also eine mehrlagige Platine als zwei, dann ist es durchaus vielleicht noch sinnvoll, in den Innenlayern dann zum Beispiel noch verschiedene Spannungsfelder, also Flächen anzuschalten, die Spannungen führen. Aber für die Außenseiten würde ich hier immer nur Ground nutzen und keine spannungsführenden Leiter oder Netze. So, dann machen wir das Gleiche. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Schließen hier wieder unsere Ecken. Ruhig mal ein bisschen reinzoomen, dass man die schön sauber trifft. Und wir wiederholen das Ganze. Ich lege das jetzt hier wieder ab. Rechtsklick oder Escape beenden. Wir drücken mal die Taste B. Jetzt wird die Fläche gefüllt. Wir sehen, hier ist wesentlich mehr ausgefüllt, weil wir hier auf der Unterseite ja eben keine Leiterbahnen weiter haben, außer diese drei Stück hier.
Und wir sehen auch jetzt hier ist wieder Ground gleich automatisch verbunden worden. Wir haben es aber allerdings auch, wenn ich jetzt hier über die Bild nach oben Taste schalte und mir das mal ausschalte, hier auch noch über die Leiterbahn sauber verbunden, wäre jetzt also doppelt gemoppelt. Kann aber nie schaden, so gesehen. Das wäre jetzt diese Möglichkeit. Wenn ich hier mal rausklicke, wird das auch aktualisiert. Ich habe hier oben das Level umgeschaltet, bin jetzt wieder auf der Oberseite. Ich sehe also, jetzt wird hier die Oberseite eingeblendet oder wenn ich hier eben umschalte, dann die Unterseite. Wenn ich hier nochmal zurückgehen, sehen wir, dass das also umgeschalten wird. Links Ein- und Ausschalten Flächen über diese beiden Werkzeuge. Und ich kann jetzt natürlich auch hergehen und sagen, ich möchte jetzt hier drüben mal die Objekte flächen. Also ich kann es auch hier ausblenden. Aber ich möchte jetzt mal was anderes tun. Ich möchte, dass mich das hier, ich möchte die trotzdem angezeigt haben, aber eben nicht in diesem Vollfarbmodus, sondern ich möchte die einfach mal ein bisschen transparenter machen, sodass ich noch erkenne, ja, es sind Flächen vorhanden, aber sie sind jetzt hier einfach ein bisschen transparenter dargestellt. Damit kann man durchaus mal rumspielen. Es ist auch eine schöne Darstellung und macht vielleicht auch vieles einfacher, wenn man doch etwas routen möchte. Wir haben auch gesehen, dass wir jetzt hier auf der Oberseite keine Kupferfläche haben. Ist auch ganz logisch. Wie gesagt, hier durch diese Leiterbahnen ist es ja nicht möglich, dass diese Fläche hier mit Kupfer gefüllt wird. Ich kann das aber ändern, indem ich jetzt hergehe und sage, ich möchte hier ein Via setzen. Also entweder Steuerung Shift V oder ich nehme hier das Werkzeug. Ich setze das jetzt hier mal rein, dieses Via. Und ich setze auch mal hier oben dieses Via rein. Ich klicke hier auf rechts abbrechen oder ich nehme die Escape-Taste. Wir sehen hier auf dieser Fläche hat er jetzt das automatisch schon auf Ground übernommen. Ich kann aber auch hier dieses Via anwählen, drücke die Taste E, dann komme ich hier in die Eigenschaften und kann jetzt hier auch ein Netz zuweisen, zu welchem Netz dieses Via gehören soll. Wir wollen natürlich jetzt an dieser Stelle mal Ground behalten, deswegen breche ich hier ab. Ich kontrolliere das auch nochmal hier oben. Auch hier hat er schon automatisch Ground genommen. Das heißt, es wird jetzt die Unterseite hier nach oben durchgeführt. Und wenn ich jetzt nochmal die Taste B drücke und fülle das aus, sehen wir, hat er jetzt hier auch automatisch diese Flächen hier oben mit Ground ausgefüllt, einfach weil er jetzt über das Via diese Verbindung nach unten auf die untere Kupferfläche erhalten hat. Ich zeige es nochmal, also hier Via wählen, wir setzen das hier hinein, kurz kontrollieren, jawohl, ist auf Ground, mit Escape breche ich das Werkzeug ab und drücke die Taste B, es wird neu berechnet und hier wird die Fläche schon mit Kupfer ausgefüllt. Das als Erklärung dazu, ich nehme jetzt mal hier die Transparenz wieder raus, habe also jetzt hier meine volle Darstellung. Ich schalte auch wieder die Footprint-Werte ein und blende mir einfach mal die Kupferflächen jetzt an dieser Stelle ganz aus. Jetzt kann ich hier nochmal schauen, dass keine Netzlinien mehr vorhanden sind und könnte jetzt erst zum Beispiel mal als erstes einen ERC-Check laufen lassen oder einen, in dem Fall einen DRC-Check, also einen Leiterbahn-Check. Und ich lasse den jetzt mal laufen, da wird mit Sicherheit eine ganze Menge an Fehlern kommen, denn KiCad 6 ist jetzt wesentlich stringenter, als das bei KiCad 5 der Fall war. Wir sehen jetzt hier 15 Warnungen. Was mich aber an dieser Stelle hier noch wesentlich mehr interessiert, ist jetzt erstmal die Kontrolle, ob wir hier überhaupt noch unverbundene Elemente haben. Das ist also dieser zweite Reiter hier oben. Wir sehen, hier haben wir zumindestens keine unverbundenen Elemente mehr. Das ist schon mal das Wichtigste. Die Warnungen, da werden wir uns dann später da widmen. Hier keine unverbundenen Elemente mehr. Und ich mache jetzt hier nochmal was. Ich kann jetzt hier mittlerweile auch im KiCad 6, das ist neu, die Platine und den Schaltplan auf Parität prüfen. Also ich kann jetzt nochmal prüfen, sind beide wirklich auch sauber gleich und ist hier nicht irgendwie möglicherweise eine Änderung im Schaltplan erfolgt, die ich hier in der in der Platine noch nicht eingepflegt habe. Deswegen wähle ich hier diese Checkbox, lasse nochmal den DRC-Check laufen,
Es werden jetzt auch gleichzeitig nochmal alle Flächen ausgefüllt. Wir haben hier noch diese 17 Warnungen und wir sehen jetzt hier zwei Schaltplanparitäten. Das heißt, im Schaltplan stimmt jetzt etwas noch nicht, was hier in der Platine anders ist. Also das heißt, Schaltplan und Platine sind different. Und wir sehen, das sind jetzt also hier dieses Netz FSK minus, das ist nämlich dieses kleine K. Das habe ich ganz bewusst mal provoziert. Ich hatte mich bei dem Erstellen des Netzalias im Schaltplan verschrieben und habe das im Schaltplan geändert. Ich zeige das mal. Wir gehen mal hier drauf. Wir sehen jetzt hier dieses FSK minus. Habe ich hier in der, hatte ich falsch geschrieben in der Einstellung Busdefinitionen, dieses Alias, hatte ich das klein geschrieben, habe das jetzt hier geändert in ein großes K und habe natürlich damit ein Netz erschaffen, was anders heißt wie hier, denn wir sehen, hier ist unser K, dieses FSK minus ein kleines K, Groß- und Kleinschreibung, sollte man beachten. Und wir sehen, das wird jetzt also in KiCad erkannt, dass also Schaltplan und Platine nicht konsistent sind. Wie kann ich das jetzt wieder hinkriegen? Ich gehe jetzt einfach mal her, ich gehe also hier in meinen Schaltplan und drücke jetzt hier nochmal die Taste F8 und sage, wir möchten nochmal die Platine aktualisieren. Wir schließen das Ganze nochmal. Wir sehen jetzt, dass hier dieser Fehler auch übernommen, also geändert wurde. Wir haben jetzt ein großes K und ich lasse jetzt hier nochmal den DAC-Check laufen, schalte hier auch die Parität ein und es sollte jetzt dieser Fehler dann hoffentlich verschwinden. Also machen wir das Ganze mal, wird nochmal alles durchgeackert und wir sehen hier, die Schaltplanparität ist jetzt verschwunden. Also das heißt, Schaltplan und Platine sind gleich. Ja, das soweit dazu. Die Warnungen beziehen sich jetzt hier auf den Bestückungsdruck und da sehen wir jetzt zum Beispiel, diese Warnungen gab es zum Beispiel gar nicht im KiCad 5. Und zwar wird jetzt hier davor gewarnt, dass der Bestückungsdruck die Lötstoffmaske schneidet. Hoppala. So, wir sehen, ich gehe mal hier drauf. Wenn ich diesen Fehler anklicke, springt er mir hier, je nachdem wie weit ich hineingezoomt habe, gleich zu der passenden Stelle. Ich schließe das mal. Schöner ist es, wenn man in dem Fall zwei Monitore hat, dann kann man sich die Fehlermeldung oder diese Ausgabe hier nach rechts legen und kann dann hier entsprechend arbeiten und die Fehler beheben. Wenn ich jetzt aber versuche, hier dieses Element oder diese Beschriftung zu verschieben, dann fällt mir Folgendes auf. Ich kann also jetzt hier klicken und wir sehen, hier wird plötzlich alles ausgewählt. Im Gegensatz hier zu diesem Einzelelement, wo ich jetzt hier mit der Taste M hier auf diese, also auf diese Bezeichner gehen kann und mit der Taste M hängt dieser Bezeichner hier dran und ich kann den jetzt bewegen. Ich breche das mal hier wieder ab. Warum haben wir jetzt hier den Unterschied dazu? Wir sehen, dass sobald ich hier irgendwas anklicke, alles ausgewählt wird. Das liegt daran, dass wir jetzt hier eine sogenannte Gruppierung haben. Also dieses Bauelement ist nicht gruppiert. Wenn ich hier drauf klicke, sehen wir, wird das hier gruppiert. Ich schalte hier auch nochmal die Pads und Vias und Leiterbahnen ein, dass man das hier ein bisschen besser oder vielleicht sieht. Wir haben also jetzt hier einmal das Einzelbauelement. Hier kann ich also auf diesen Wert draufgehen, mit der Taste M klicken und kann den jetzt verschieben. Mache ich das hier rechts bei meinen Widerständen, bei den Widerständen, dann funktioniert das nicht. Ich gehe deshalb, wir sehen jetzt hier, ist dieser Rahmen außen herumgezogen. Das heißt, ich muss also meine Gruppierung hier erst einmal aufheben. Ich klicke hier rein, sage Rechtsklick und sage Gruppierung aufheben oder Gruppe beitreten. Ich probiere das jetzt mal aus, das habe ich noch gar nicht probiert. Schauen wir mal, ob ich jetzt hier weiterkomme. Ja, ich bin jetzt also der Gruppe beigetreten, arbeite jetzt also hier in der Gruppe und wenn ich jetzt hier diesen Einzelwiderstandswert an, also diesen Bezeichner anfasse, sehe ich, kann ich den bewegen. Ich muss also entweder der Gruppe beitreten oder über das Feld hier Gruppe, Gruppierung aufheben, dann
die ganze Gruppierung aufheben. Ich bin jetzt hier dieser Gruppe beigetreten, mache jetzt hier also mal meine Fehlermeldungen weg, indem ich jetzt hier die Einzelelemente anklicke, die Taste Move drücke und setze mir das mal hier raus. Ich mache das jetzt hier mal so nebeneinander, dass ich hier noch ein bisschen Platz habe, dass man das hier sauber sieht, wo ich da was zugeordnet habe. Das wiederhole ich dann auch hier für die anderen Widerstände. Positioniere das jetzt also so, wie ich das hier benötige. Schauen wir mal, wir sehen, wenn ich das jetzt hier anklicke, diesen Wert, sehen wir immer hier eine kleine Linie mit und dadurch erkennen wir, zu welchem Bauteil dieser Wert gehört und man sollte ihn natürlich auch so platzieren, dass es sinnvoll erkennbar ist, wo er denn hingehört. Das muss ich mal schauen. Wir sehen, aha, auch hier dieser Wert gehört also hier zu dem R3, nicht zu R2. Ich gehe mal hier weiter. Wir sehen, das ist jetzt der Wert für R2. Platziere ich mal hier. Ich wiederhole das. Halt, hier brauche ich das gar nicht tun. Ich brauche hier nur noch den R1-Wert anzufassen und nach außen zu schieben, sodass ich also jetzt hier keine Lötstoffmasken mehr berühre. Ich gehe mal auf Speichern, klicke hier wieder nach außen, außerhalb meiner Gruppierung und lasse jetzt hier einfach mal nochmal den DRC-Check laufen. Und wir haben jetzt 15 Warnungen und das sollten jetzt doch die eine oder andere verschwinden. Ich lasse das jetzt hier mal durchlaufen und wir sehen, voilà, es sind nur noch 6 Probleme, die auftauchen und das sehen wir, das sind jetzt also hier ebenfalls diese Überschneidungen. Die werde ich jetzt ausräumen und im nächsten Video geht es dann weiter mit dem interaktiven Router. Tschüss und bis demnächst.